Das habe ich jetzt getan. Also seid bitte nett jetzt, Jule. Keine bösartigen Bemerkungen mehr. Es wird alles dokumentiert. So, anfangen tun wir auch mit Macho Man. Also ihr müsst mit den Gewichten anfangen, ja? Nur mal so am Rande, falls ihr jetzt schon ganz freudig das Springseil gegriffen habt. Nein, wir fangen gemein an. Okay. So Leute, dann gebt mir mal einen Daumen, wenn ihr alle soweit seid für dieses Drama. Sehr schön. Dagmar auch. Gibt es nicht einen, der noch irgendwo mal hin muss? Ja, ich will nämlich noch nicht. Musikprüfung. Die Lautstärke reicht so? Ja? Okay. Ein bisschen lauter oder was meinst du, Mona? Mehr, warte mal. Entschuldigung, darf ich nochmal mal aufs Klo? Ja, natürlich, gerne. Ich habe Zeit. Ja, du für mich, wir haben uns abgestimmt. Das läuft. Also orientiert euch selber an die Uhr, gell? Ihr müsst die Uhr im Blick haben mit den 2 Minuten. Denkt dran, dass ihr immer die Uhr irgendwie im Auge Ach, das piept behaltet. nicht, oder was? Doch schon, aber ich weiß ja nicht, ob ihr es hört, ob ihr es seht. Ja, weil ich werde kein Kommando geben. Ich gucke selber, aber ich kann kein Kommando geben. Ach, Mann. Ja. Danke. Zumindest werde ich versuchen, ab und zu Kommando zu geben, aber immer wird es vielleicht nicht gelingen. Mensch, du, das war viel zu schnell. Okay, dann, ihr Lieben, starten wir in 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Macho Man.
5. Ganapati kum hava mahe kavim kavinam upamashravastamam. Oh.
There's a feeling, there's a fire, there's a whisper preaching to the choir. Take the leaders and the liars, throw your fears on the funeral pyre. Keep on breathing, don't wander. Keep your ear to the ground, hear the thunder. When the earth quakes and the ground shakes, throw your caution to the wind when the storm breaks. Keep on moving till you know what the truth is. If butterflies can use their wings to turn the wind to hurricanes, you and I can break the chains. It takes a day to start a tiny fire. Stop being so goddamn quiet. Got a spark in your heart so strong. Rush away up, we turn the pouring rain to a tidal wave. There's a light, you can find it if you try, if you open up your eyes. If you're drifting out to sea, you can just hold on to me and make it to the other side.
Wer eine Pausenrunde einlegt, so wie ich, muss trotzdem den Macho Man machen. Obwohl wir Pause machen. Five,
Okay, es gibt keine Sonntagsworkouts mehr. Unfassbar. Schade, dass es nur 34 Grad hätte. Ach, ja, 30 hätte besser gepasst. Oh Gott. Alter, war das schlimm. Ja. In Runde 9 hat es mir das erste Mal den Stecker gezogen. Die Stecker gezogen, Jochen. Mein Leistungsstecker. Oh. Leistungsoutput gleich 0. Ja, ich hab's gemerkt. Ja, ich auch bei dir. Ach. Nee, da war einfach nichts mehr. Bis dahin hatte ich einen super schönen Rhythmus. Aber dann war vorbei. Da musste ich eine Pausenrunde sogar einlegen. Ja, die habe ich auch gehabt. Also heute habe ich erst einmal Sterne gesehen. Ja, aber mit, ja. Hast du es mit den dreien durchgezogen, Susi? Ja, ich wollte nicht zurückrudern. Aber. Also die Macho-Men, die sind echt abartig, ja? Ja. Ah. Weil du wolltest auch finden. Bei dem Rest denkt man sich so, naja, das geht halt schon irgendwie. Das ist ja Bodybuilding. Ja. So, jetzt kommen wir mal hier zur Siegerehrung. Also ich lege mal vor, ich habe AX 13 plus 10. Wow. Mir hat es nicht gereicht. Tess, lass mich schätzen, Tess. 15 plus 7. Nicht ganz, lass dich überraschen. Leg los. Achso, ich habe genau 21 Runden geschafft, aber meine Bubble hat halt nur 35 drauf gehabt. Nur? Ja. Also 21 Runden voll. Ja, doch, die letzte habe ich echt noch geschafft. Scheiße. Sauber! Danke! Okay, wir können aufhören. Dagmar? Ich hatte 12 plus 5. Was? 12 plus 5? Was heißt? Achso, 12 plus 5, okay. 12? Mhm. Ja? Ich habe 10 Double Under gemacht. Das erste Mal wieder Double Under gesprungen jetzt. Ja, das ist okay. Sag mal, das ist einfach das Gewicht. Das Gewicht 26. 26, sehr stark. Die restlichen halt Skalierung sparen wir uns mal. Hauptsache, ihr seid in den Double alles geblieben oder wo auch immer. Aber du hast alles richtig gemacht, du hast eine Runde weniger wie ich. Hervorragend. So, dann haben wir Susi. 14 glatt, 14 voll. Du bist raus, zählt nicht. Außerdem hast du zu viel Gewicht genommen. Die 17,5. Zu viel, bist außer Konkurrenz, okay? Mona? Also wenn ich mich nicht verzählt habe, wo ich jetzt heute nicht drauf wetten würde, dann habe ich 16 gemacht plus 3 Wiederholungen, aber nicht AX, also ich hatte 20 Kilo. Und ging das mit dem Band bei den Klimmzügen? Hat das hingehauen? Nee, das dauert zu lange, sich da einzufädeln, ich habe negativ gemacht. Okay, also hoch und dann runterlassen, hoch, runterlassen, okay. So. Ja. So, dann, damit die Jule nicht meckert, Jule, nicht, dass er als Letzte wieder dran ist. Oh, ich muss gar nicht, 19. 19, sehr gut. Ja, aber ich hatte ja auch nur eine Kettlebell. Ja, trotzdem, ist okay. Und die Svenja? Ich habe 15. 15. Und du hattest 2 Zehner, oder was hattest du? Ich habe die
Ich habe mit der 15er und der 12er, aber die Shoulder to Overhead, die habe ich mit den beiden 10ern gemacht. Okay. Aber dann das andere habe ich mit der 12er und der 15er gemacht. Oh. Also Tess, dann hast du ja fast 2 Runden pro Runde plus 2, pro 2 Minuten gemacht. Ja, aber ich habe ja keine Double anders gemacht, sondern die Jumping Jacks to Knees. Ach so. Wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich mich... Ach so, na dann. Ja. Nee, aber sag mal ehrlich, wie fühlen die sich an? Also du kannst Double anders kannst du ja auch normalerweise, gell? Ja, obwohl ich weiß nicht, ob ich 20 jedes Mal am Stück oder 21 schaffen würde, wahrscheinlich. Aber wie sind die im Vergleich zu den Jumping Jacks to Knee? Ich suche immer noch eine Übung, die vergleichbar ist halt. Also ich denke, von der Schnelligkeit her wird es übereinstimmen, aber bei den Double Unders kommen sie halt doch irgendwie schneller aus der Puste, finde ich. Ja, weil es, glaube ich, auch viel mehr mentaler Anspruch ist, ja. Ja. Bei den Jumping Jacks kannst du irgendwie rüber ausschalten, ja, aber bei den Double Unders geht es mir zumindest so, irgendwie muss ich da immer noch mitdenken, ja. Und was hast du gegen die Pinguin-Jumps? Weil ich finde, wenn du Pinguin-Jumps machst und du klopfst wirklich zweimal mit der Hand auf deine Seite, dann ist das das Naheliegendste. Ja, Naheliegendste, aber das ist eine Skill-Übung. Also die kommt halt vom kardiomuskulären Anspruch überhaupt nicht dem nahe. Das heißt, du springst ja eigentlich, das ist eigentlich eine Koordinationsübung als Vorübung zu den Double-Unders. Aber sowas in den Workout zu integrieren, finde ich, also mache ich nicht. Ja, weil das einfach... Das kommt dem Anspruch nicht nahe. Und da sind die Jumping Jacks to Knee schon etwas anspruchsvoller, weil die Bewegung größer ist. Ja, da kommst du mehr außer Atmen. Bei den Dingen geht irgendwie nichts. Ja. Was ist mit Heinis, Jochen? Die sind zu anstrengend, ne? Nee, Heinis ist auch eine gute Alternative. Machen wir auch hin und wieder. Finde ich auch. Da machen wir dann immer mal 2. Aber eigentlich mal mit Heinis, mein lieber Schulli. Vielleicht ja, diese Heinis-Dumps. Ja, mach mal nächstes Mal für die Tests, die macht die Heinis. Jetzt bringt ihn doch nicht auf doofe Ideen, Leute. Aber mit es war echt... Heinis mit Schuhtun. Die ersten 8-9 Runden war ich super schön in meinem Rhythmus. Immer nach dem Macho-Man habe ich dann mit den Liegestützen angefangen, weil ich vor dem Macho-Man war ich dann mit den Klimmzügen fertig. Dann hatte ich noch so 20 Sekunden Pause, bisschen runterkommen, nochmal Entspannung und dann in die Macho-Man, dann Liegestütze. Und so bin ich super durchgekommen, jede Runde. Und plötzlich war der Ofen aus. Plötzlich dachte ich, nee, jetzt gehe ich nach Hause. Wenn der so. Ja. Ich musste eine Runde raus, es ging einfach nicht mehr. Ja? Aber hast du bei der Pausenübung, bei der Pausenrunde, haben dir da auch Macho Man gemacht? Ich habe keine Pause gemacht. Keine Pause. Ja, dann ist ja einfach, Mona. Ja? Also ich muss noch mal kurz zurückrudern, weil ich habe nicht mal Push-Ups gemacht. Also ich habe einfach die komplette Übung gar nicht gewusst. Was? Aber süß, dass du es zugibst, Jule. Ich habe das mir aufgeschrieben auf einem eigenen Zettel und ich dachte gerade, wieso hat denn der Push-Ups gemacht? Oh, jetzt strahlt er doch nur. Ich habe es auch gerade gesehen. Das, Jule, siehst du das? Siehst du das? Nee, kann ich leider nicht lesen, weil ich habe mein Handy an. ENF. Did not finished. Ja, nicht so schlimm. Aber ich habe mir das halt aufgeschrieben, weil ich das am Handy halt nicht lesen kann, weil es halt Miniatur-Dings ist und ich habe einfach mal die Push-Ups weggelassen. Also beim Aufschreiben weggelassen oder was? Ja, ich habe auf meinem Zettel stehen keine Push-Ups drauf. Also habe ich auch keine Push-Ups gemacht. Aber das ist clever, das muss ich auch mal machen. Ja. Ja, so macht man das sonntags. Ja, sonntags. Da fühlt sich so ein Workout schon gar nicht mehr so schlimm an, gell? Ja, ich fand jetzt auch ehrlich gesagt wirklich nicht so schlimm. Aber gut, jetzt weiß ich auch warum. Also wer macht noch ein bisschen Entspannungsübung mit uns? Ich bin raus. Also ich bin raus bei Vortonen, aber ich wäre dabei, wenn noch jemand ein paar Entspannungsübungen, Dehnungsübungen machen würde wollen, die er eh macht, keine Ahnung. Macht die eh jemand? Tess, hast du ein paar Übungen? Ich würde mitmachen, aber ich weiß, kreativ sein kann. Darin. Die Taube. Also ich bin raus, weil ich finde es nicht so anstrengend. Ich gehe schwimmen. Ja, ihr seid mir ein paar Experten noch. 5 Minuten mache ich noch. 5 Minuten, Susi, hast du was für uns? Ja, Taube oder was?
so ein bisschen oder was meinst du mit Entspannung? Läuft. Also Yoga vom Kram nicht, wenn dann den. Ja, ja, alles gut, ich bin dabei. Warte, mach mal so ein. Ja, okay, ich bin auch dabei. Ja. Einmal sitzen wir dabei. Das lasse ich mir nicht entgehen. Taube, du da immer so gut. Ich muss ja meine Pfützen hier wegwischen, das ist nicht normal. Da habe ich mich schon tierisch langgelegt, einmal in meinen Pfützen. So, warte, dann mache ich noch ein bisschen Mucke. Klaviermusik. Nee. Tess, wir sind schon dabei, Tess, wenn du mitmachen willst. Ja, was machen wir jetzt, diese Taube? Taube, wie geht denn die Taube? Einmal nach vorne. Ach so, das da, okay.